Christoph Moritz und Sead Kolasinac auf der Strandpromenade von Tel Aviv. Sieht gut aus, fühlt sich aber gar nicht so gut an. Ja, ich würde sagen, hier in Israel war ein bisschen der Wurm drin für die Schalker, würde ich sagen. Seo hatte jetzt schon länger Probleme mit seinem Knie und bei mir war es jetzt halt leider das ganze Wochenende mit dem Magen-Darm-Infekt im Bett gelegen und es ist halt der erste Tag, wo ich auch mal wieder zur Mannschaft durfte und auch gleich das erste Mal wieder das Mittagessen, also ein paar Kilo abgenommen. Auch für Sead Kolasinac lief es alles andere als rund. Er musste mehrfach das Training abbrechen. Natürlich bin ich ja schon angeteilt mit ein bisschen Knieproblemen, aber ich hatte natürlich ein bisschen Flüssigkeit im Knie und dadurch, dass wir in Zypern natürlich sehr hart trainiert haben und jedes Mal zwei Trainingseinheiten am Tag hatten, hat sich natürlich wieder Flüssigkeit gebildet und ja, dadurch sind natürlich dann wieder auch die Schmerzen entstanden. Zu Beginn des Turnieres war bei Christoph die Laune noch deutlich besser. Mit solchen Szenen und Pässen im Training versuchte er, Rudi und Rode im Kampf um die beiden Sechserpositionen unter Druck zu setzen. Klar, ich hatte mir schon erhofft, ein paar Minuten zu spielen. Ist durch die Krankheit ist natürlich komplett kaputt gegangen. Und letztendlich im ersten Spiel hätten wir einen Punkt mitnehmen müssen, um dann eine Chance zu wahren. Aufs Halbfinale, so war es natürlich gegen Spanien eine richtig schwere Aufgabe, das wussten wir auch vorher schon. Und wie das dann letztendlich, ich habe es dann nur im Fernseher gesehen, Sonntagabend aus dem Bett. Und natürlich mehr als bitter, also war natürlich hochverdient die Niederlage gegen die Spanier. Und muss man neidlos anerkennen, dass die da besser waren. Wie Luis Holtby ist Christoph ja bald ein Ex-Schalker. Seine Verabschiedung wurde ein wenig getrübt durch die Niederlage gegen Stuttgart. Mit Metze sind wir dann ja doch noch eine Ehrenrunde gegangen und letztlich doch noch ein persönlicher Abschied. Wie würdest du denn die 4 Jahre Schalke bewerten im Nachhinein? Ja, mit Sicherheit für mich ganz großer Lebensabschnitt, weil der Verein mir die Chance geboten hat, im Profifußball Fuß zu fassen. Letztendlich bin ich sehr, sehr froh, dass es so gekommen ist, dass ich jetzt wirklich Fußball zum Beruf gemacht habe können und da hat Schalke halt einen sehr großen Anteil dran. Wenn man sich schon trennen muss, dann ist es doch schön, wenn sich beide Seiten in so guter Erinnerung behalten wie Christoph und der S04. Sead dagegen soll uns noch lange erhalten bleiben. Frage ist nur, wann er wieder mitmachen kann, statt nur zuzuschauen. Ja, natürlich ist sowas immer schwer. Natürlich, man versucht natürlich auch mal Gas zu geben und will natürlich in so einem Turnier auch mitwirken und mitspielen. Und ja, dadurch, dass ich eingeschränkt war mit den Knieschmerzen, ist natürlich schade und versuche mich natürlich jetzt in der Sommerpause gut zu regenerieren, dass ich natürlich auf Schalke wieder 100%ige Leistung bringen kann. Seads erste Schritte zur Integration in die U21 sind jedenfalls gelungen. Besonders innig scheint sein Verhältnis zu Christian Clemens, den er demnächst ja vielleicht täglich sieht. Ja, Christian ist ein super Junge, verstehe mich gut mit ihm und die Jungs haben mich hier allgemein in der U21 sehr gut aufgenommen. Ist natürlich auch sehr wichtig, wir haben jetzt sehr viel Zeit miteinander verbracht und ja, sind alle super Jungs und ich bin natürlich jetzt auch froh, hier ein Teil der Mannschaft zu sein. Und was hat Trainer Adrian dir gesagt? Hat er dir Perspektive aufgezeigt für die nächste Kampagne Richtung EM und dann hinterher vielleicht sogar Olympische Spiele? Ja, natürlich. Der meinte auch zu mir, dass ich jetzt erstmal neu bin, dass ich mich erstmal in die Mannschaft rein interpretieren muss. Und er meinte auch zu mir, dass wir in den nächsten Jahren noch etwas mehr zu tun haben werden. Gute Aussichten also für die Nationalmannschaftskarriere von Sead Kolasinac. Und Christoph Moritz erhofft sich auch einen Schub durch seinen Wechsel nach Mainz. Das ist natürlich keine Sicherheit, dass wenn man zu einem Anführungszeichen etwas kleineren Club geht, man dann natürlich seine Spielzeit bekommt. Aber ich hoffe, dass ich einfach mich jetzt in der Vorbereitung bei meinem neuen Club anbieten kann und dann möglichst viele Minuten sammeln kann. Ja, ich versuche mich natürlich auch immer weiterzuentwickeln, dass es in der nächsten Saison genauso läuft, wie es jetzt in dieser Saison gelaufen ist. Wenn du zurückblickst, was war das schönste Erlebnis der Saison? Die Saison war natürlich das schönste Erlebnis, der Derby-Sieg für mich. Oder die 2 Derby-Siege, sagen wir es mal so. Ja, bei dem einen hattest du noch nicht mitgespielt, aber beim zweiten standst du dann auf dem Platz. Was war das für ein Gefühl, dieses Ding zu gewinnen? Wir haben alle noch diesen riesen Jubel von Benny Hövedes da vor Augen, ne? Wo man richtig gesehen hat, was da alles rauskommt. Ja, natürlich. Ich denke, ein Derby-Sieg ist natürlich für die ganze Region und das Umfeld eine super Sache. Und ja, war natürlich einfach Emotion pur und sind froh, natürlich die Saison zweimal den Derby-Sieg eingefahren zu haben. Und mit diesen schönen Gedanken ab in den Urlaub, Jungs.